Mensch, klar ist das eine verdammt krasse Zeit. Natürlich kommen wir alle mit Angst in Kontakt und alles, was dazugehört. Und es mag ja sein, dass wir so ein Universum von Sorge, Angst, Verlust, Ängsten und all dem Drama haben. Gerade in dieser Zeit, die wir gerade erleben, ist es so wichtig, dass du zwischendurch einfach einmal innehältst und für einen Moment schaust, wo deine Gedanken sind. Ob du in dem Drama, dem Stress, dem Konstrukt verhaftet bist, das dich gerade beschäftigt, oder ob du dir auch Zeit nimmst, einmal deinen Körper zu spüren, dich selbst richtiggehend in dir drin wahrzunehmen. Nach jedem Sturm kommt immer die Sonne. Vertrau deinem Herzen und der Liebe, die uns alle verbindet. Dann gehen wir alle da gemeinsam durch. Also ich würde euch mal gerne den Gedanken nahebringen, dass seit Menschengedenken noch jede Grippewelle dem reifen Frühling zum Opfer gefallen ist. Allerdings habe ich vor der Krise sehr oft gehört, dass sich Menschen in solchen Situationen in Wölfe verwandeln. Und ich habe eigentlich auf Nachrichten gewartet, die von Plünderungen und von Gangs berichten. Aber ich sehe ganz andere Nachrichten. Ich sehe Nachrichten von Menschen, die sich um andere Menschen kümmern, von Krankenschwestern, von Polizisten, von Feuerwehrleuten und natürlich von den viel zitierten Verkäuferinnen im Supermarkt. Diese Menschen haben sich nicht in Wölfe verwandelt, diese Menschen haben sich in Engel verwandelt. In dieser anspruchsvollen Zeit ist es so wichtig, dass wir unser Herz über den Kopf stellen. Bedeutet, dass das Herz den Kopf beruhigen darf. Der Kopf ist im Moment vielleicht im Überlebensmodus, er hat Angst und dadurch fährt er das Immunsystem herunter. Er geht in den Kampfmodus oder in den Fluchtmodus. Daher brauchen wir das Herz jetzt. Und du kannst eine ganz tolle Übung machen, indem du einfach immer wieder ganz liebevoll über den Tag hinweg in dein Herz einatmest und auch wieder ausatmest und dabei eben auch den Kontakt zu deinem Herzen aufnimmst, zu der Liebe in dir und zu dem Mitgefühl, das du hast für dich und für alle Mitmenschen auf dieser Erde. Die Liebe, dieser Liebesvirus, du hast in dir viel, viel Liebe, also beginne diese Liebe zu verschenken in Mitgefühl. Verschenke viel davon und immer mehr und es wird immer mehr in dir noch mehr Liebe nach vorne kommen. Nimm die Angst und die Panik an. Kämpf nicht dagegen an. Annehmen, was ist, ist eine der größten Heilungen, die es gibt. Für unser Immunsystem und deine Gesundheit gibt es nichts Besseres, als immer wieder in die Emotion von Liebe, Lebensfreude und Vertrauen zu gehen. Nimm dir deshalb ab und zu Zeit und geh in das Gefühl von Dankbarkeit und Liebe. Lass dieses Gefühl in dir entstehen und atme es tief in dein Herz hinein. Dann lass es über dein Herz mit der Ausatmung in deinen Körper fließen, in jede Zelle, in deine Aura und von dort in die Welt. Life happens for you, not to you. Frei übersetzt heißt es so viel wie: alles in deinem Leben geschieht zu deinem Besten. Deswegen, in egal welcher Situation, frag dich immer nicht, warum passiert mir das und warum gerade mir, sondern frag dich, wofür passiert das? Das Beste, was man jetzt gerade machen kann, ist, wirklich darauf zu achten, was in einem vorgeht, was gerade in einem getriggert wird, wenn man nicht rausgehen kann, wenn man nicht all die Dinge machen kann, die man sonst tut. In diesen Tagen gilt es, glaube ich, eins ganz Besonderes zu bewahren, zu erschaffen oder noch mehr zu erkennen, nämlich den Glauben. Den Glauben an sich selbst, den Glauben an bessere Zeiten, die garantiert kommen werden und, bitte seh mir diese Deutlichkeit nach, auch den Glauben an eine höhere Kraft, die sicherlich dafür sorgen wird, dass die Welt eine noch bessere ist, als sie eh schon ist. Keine Krise ist unendlich und jedes Tal ist irgendwann durchschritten und dann feiern wir wieder Partys und die Schatten der Vergangenheit sind vergangen. Es gibt einen Himmel über uns und diesen Himmel, den gilt es nun, um Gnade anzubitten. Es geht gar nicht anders, weil wir zum ersten Mal miteinander erleben, wir hier Jungen miteinander erleben, dass wir in einem Boot sitzen, dass wir keine Ahnung haben, wie es weitergeht. Aber eines ist sicher, wir wollen miteinander, wir wollen kraftvoll und wir wollen, dass dieser Himmel
unser Paradies auf Erden wird. Es gibt jemand, der stark genug ist, um diese Last für dich zu tragen. Und das ist Jesus Christus. Er ist heute noch stark genug. Er ist heute noch mächtig, in dein Leben hineinzukommen, um diese Last zu tragen. Das heißt nicht, dass es keine Last gibt. Doch, es gibt eine Last. Ja, es ist eine Krise da. Und die ist ganz real. Aber genauso ist real, ist Jesus. Und er möchte in dein Leben hineinkommen, um diese Last für dich zu tragen. Und deswegen nimm diese Last und bring sie zu Jesus. Er ist stark genug, um sie für dich zu tragen. Sei mutig und stark. Denk dran, er ist da für dich. Verbinde dich mit der geistigen Welt. Teile deine Gefühle und Gedanken mit ihnen. Erlaube ihnen, dir und anderen Heilung und Ruhe zu schicken. Im regelmäßigen tiefen Ein- und Ausatmen kann ich mich verbinden mit all den Menschen, die Angst in Vertrauen verwandeln. Und jetzt ist die Zeit für praktische Spiritualität gekommen. Jedes Buch, was du gelesen hast, jede Meditation, die du gemacht hast, jedes Training, was du besucht oder gegeben hast, hat dich auf diesen Moment vorbereitet. Nämlich für andere aufzustehen, Leadership zu sein, der Buntstift unter den Bleistiften. Und dafür wurdest du geboren. Und jetzt geht's los. Wann immer Ängste, Sorgen und Zweifel in ihnen hochkommen, sagen sie sich, egal was geschieht, ich werde damit fertig. Egal was geschieht, ich werde damit fertig. Und wenn du das, egal in welcher Situation, immer wieder, auch den ganzen Tag über machst und dir überlegst, hey, was könnte das Gute daran sein, dass jetzt alles so ist, wie es ist, dann wirst du zu einem Chancensucher. Und als Chancensucher gehst du als Riese aus jeder Krise hervor. Und das wünsche ich uns allen, dass wir diesen Zustand, diesen Berggipfel, diesen neuen Berggipfel ganz schnell erreichen werden. Und gemeinsam schaffen wir das. Es gibt so viele Dinge, die Hoffnung machen. Nehmt es nicht als Gefangenschaft, sondern als Retreat, nicht als Quarantäne. Macht das Beste draus. Es gibt so viele Möglichkeiten. Aus den Abenden wieder Feierabend, einen guten Film, der die Seele erhebt. Ihr könnt skypen miteinander, FaceTime, euch sogar sehen. Ein Segen des Internet. So viele positive Aspekte sind ja auch dabei. The need for recognizing each other is so important. We don't do that anymore. When you go to the Hauptbahnhof in Hamburg. Nobody says, good morning. Nobody. When you go there, nobody says, how are you? Das ist die große Möglichkeit, die dieser Zeit liegt. Dass wir den Menschen, die um uns herum sind, wieder wirklich von Herzen zuhören können. Und dass wir unsere Arbeit, dass wir unseren Job, dass wir unsere Familie, dass wir unsere Partnerschaft nicht nur einfach führen, sondern mit Herz und Leben füllen, weil wir wissen, was die Menschen um uns herum brauchen. Bleib gesund. Aber mach auch was dafür. Lasst uns alles annehmen, wie es ist, uns einander die Hand reichen und zusammen erwachen. Und das ist es, was ich dir wünsche, das wahre Paradies auf Erden.